Da ist die Aufnahme ausgegangen. Ich hoffe, das schneide ich nachher raus. Ich hoffe, das erinnere ich mich nachher noch dran. Musste ich eigentlich, weil da Spielstand wird, da muss ich, ja, da werde ich. Ich habe gerade dem Wolke Bescheid gesagt, dass der doch, weil der auch gerade online ist, habe ich mir schon gedacht, dass der doch bitte mal in der Aufnahme erscheint. Ich sehe da hinten rechts gerade einen Kannibalen durch den durch das Unterholz krapseln. Und den Baum hat er bestimmt gehört. Dann werde ich mir erstmal hier kurz ein paar nehmen und da reindonnern. Dann bin ich nämlich ungefähr außer Reichweite, dass ich rechtzeitig erkenne, wenn Kannibälchen. Nee. Okay, ganz kurz, Moment. Ich sehe gerade, wir haben da. Hallo? Alter, ich hasse das, wenn er nicht durch die Tür durchgeht. Hallo? Würdest du? Danke. So. Haben wir denn gerade noch im Inventar was? Genau, wir haben nämlich noch Zeug. What the fuck war das denn jetzt? Wir müssen nämlich auch aufpassen, dass wir mal ein bisschen was nachhängen. Damit das hier nicht alle geht. Rabbit Future haben wir noch. Combine. Achso, wir haben den Beutel ja schon. Was war das denn jetzt gerade? Wo sind die hingerollt? Hä? Wo sind denn die? Die müssen doch... Hä? Die müssen doch rein theoretisch hier runtergerollt sein. Woanders können die doch gar nicht hingerollt sein. Oder habe ich jetzt irgendwie was verpatzt? Ich habe die vor der Haustür abgeworfen. Ich verstehe es nicht. Ich nehme... Ach hier! Die sind ein bisschen schräg gerollt. Naja, sollen sie machen. Ich bin den Baumstämmen deswegen jetzt nicht böse. Freiheit der Baumstämmen, würde ich sagen. Und dann holen wir ganz kurz, ich glaube, ein Scheiß schon wieder. Dann holen wir ganz kurz hier den Rest aus dem See, glaube ich. Wird bestimmt im See sein. Wird nichts im See gelandet? Kann ich mir das aber schwerlich vorstellen, muss ich gestehen. Das war doch ein riesen Baum, wie kann der nicht im See gelandet sein? Nö, da ist nichts. Na gut. Dann nehme ich halt hier mit. Das interessiert mich jetzt auch nicht. Oder stört mich. Das ist beides mir relativ wurscht. So, einen noch. Einen? Einen. So. Und... Da haben wir das nächste fertig. Und dann würde ich jetzt mal... mit der linken Maustaste, bitte sei jetzt nicht zu tief. Nö, das geht. Alter, echt jetzt? Ach, guck mal, wer da ist. Unser Freund Klaus! Klaus, komm her! Klaus? Wo ist er hin? Klaus! Na! Klaus? Wo ist er hin? Ja, komm her! Der Klaus, komm her!
Meine Fresse, hat er mir echt doch... Also ich mag Klaus, ne? Aber wenn er sowas macht... So, jetzt kommt übrigens mal der Spaß hier weg. Weil das brauchen wir ja gar nicht mehr, weil wir kommen ja hier hoch, haben wir ja gemerkt. Wir sind nur blöd gesprungen beim ersten Mal. Jetzt kann ich das natürlich nicht abreißen, ne? Das ist scheiße. Das würde ich gerne abreißen. Aber geht nicht. Na gut. Hier ist nichts, da ist nichts. Und hier haben wir wieder Tiroler Bergluft gefangen. Ist aber... Sorry, aber ich habe gerade weder Fleisch noch Lurchhaut im Inventar. Deswegen musst du leider dran glauben. Und du kommst... Also wir haben schon noch Lurchhaut, aber nicht genug. Und eine müssen wir auch wieder ausrüsten. Sind wir wieder nur bei zwei. Aber den Lurchen, das ist schon... Alter, das wird so viele... Ich finde es echt scheiße, dass wir die Baumstämme nicht nachrüsten können. Sonst würde ich den da zum Beispiel wieder auferstehen lassen. Auferstehen lassen. Aber na Knut. So. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Spaß. Nee. Wir beginnen nicht mit dem Spaß. Wir... gehen mal hier durch. Und wir haben jetzt hier die Festung fertig. Und ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt erstmal ein bisschen aus. Und zwar mache ich uns jetzt mal... Nee, Customers Building ist das. Wooden Path. Genau. Na, ja, das ist scheiße. Moment, ich möchte schon, dass der ineinander übergeht, dass wir da keine Lücken zwischen haben, sonst müssen wir die ganze Zeit springen. So. Genau. Und dann machen wir jetzt einfach mal ein paar davon. Und zwar kommt dann... So, Moment. Da kommt dann... Da noch einer hin. Und dann kommt da... Da geht's anscheinend nicht. Hä? Irgendwie ging's gerade nicht, weiß nicht warum. Wooden Path, hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ach ja, das gibt's ja auch noch, gell? Machen wir uns erstmal ein kleines. Okay, machen wir uns erstmal ein kleines. Das baue ich dann mal hier hin. Braucht nur 7 Baumstämme, ne? Hab mich gerade gewundert, warum wir den Boden hier nicht weiter ausbauen konnten. Moment, B. Jetzt geht's wieder. Manchmal ist das schon ein bisschen seltsam, aber das sieht scheiße aus, deswegen mach ich meinen mal weg. Okay. Jetzt geht's. Und da haben wir ja schon mal, wenn wir das fertig haben sollten, ist hier auf jeden Fall dann gut ausgerüstet, was Boden angeht. Und da sind wir jetzt bei 150 Holz wieder, also wir haben wieder genug zu farmen für die nächsten Folgen. Und wir werden es natürlich weiterhin so machen, dass wir zwar farmen, aber nebenbei natürlich versuchen, uns immer mehr umzusehen in der Gegend, weil wir halt, weil ich meine, wir haben eine riesen Festung hier stehen. Was willst du jetzt mehr?
Alles, was wir jetzt bauen, ist natürlich, um einfach nur besser zu leben. So war es hier zum Beispiel... Obwohl, warte mal, wir machen mal ganz kurz. Ich weiß, ich hab's gerade hingebaut, Mühe, Not, aber so schön lange hat's eh nicht gedauert. Wir merken, das lasse ich mal ganz kurz. Wir bauen jetzt mal Boot und Brücke und so ein Spaß zu Ende. Und bauen uns erstmal so das Wichtigere. Weil so solche Kleinigkeiten, ganz ehrlich, können wir dann später immer noch machen. Und jetzt nehme ich erstmal wieder die hier. So. Da ist er schon wieder Low Energy. Und apropos Low Energy. So. Ich nehme jetzt ein hier raus. Es ist kein Produktplacement, sage ich gleich, nur weil ich es in die Kamera halte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mixed Up Apple Juice Energy Drink. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich habe mir vorhin schon mal den... Guava reingehauen. Der, ja, naja. Super geil. Boah. Was ist das denn? Hä? Ach, das ist Ding. Ach, den kann man gar nicht zerkloppen. Ah. Ich würde da unten den noch als Plattform nehmen, das heißt, der hier kommt weg. Den kann... Ah, okay, den kann man nicht so kloppen. Also um den See herum will ich mir sowieso eine Plattform machen. Also das, da kommen wir nicht drum rum. Huch. Da wird sowieso, weil wir dann um den See laufen können. Und dann können wir eventuell drüben bei den Kräutern direkt runter und müssen... Wir können sozusagen Kräuter sammeln. Wir können sozusagen Kräuter sammeln und wenn wir dann, und also wir können runter, also direkt bei den Kräutern und können dann, falls wir angegriffen werden, auch direkt bei den Kräutern wieder hochklettern und haben also so einfach perfekt, perfekt abgetimt. Dann mache ich mir einfach ganz kurz mal, das Boot haben wir auch noch, ich weiß, haben uns wieder eine Menge Vorsätze gebaut, aber ich meine, es ist ein Bau-Let's Play, ne, also es ist zwar auch Survival, aber es ist wie Minecraft auch zum größten Teil fürs Bauen geeignet, das Spiel. In seiner momentanen Fassung zumindest. Und ich frage mich gerade, wieso ich jetzt hier keine Plattform anbringen kann. Bring ich es halt hier, das mache ich gar nicht, dann fliegst du halt weg. Hast du Pech gehabt? Wer nicht hören will, muss fühlen. Habe ich gerade das Bling-Blong-Geräusch gehört? Ich sag dir, das ist ein Nachteil, muss man sagen. Also es gibt, mal, sag, es ist ja... es gibt ja Unterschiede im Anfang... da war los. Es gibt ja schon gewisse Unterschiede im anfänglichen Let's Play und im fortgeschritteneren Let's Play. Und man muss natürlich aufpassen im fortgeschrittenen Let's Play. Ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber es ist einfach so, dass man in seinem eigenen Kanal, oder ich kann mir schon vorstellen, warum es so ist, dass man in seinem eigenen Kanal natürlich nicht zu viel über andere Kanäle redet, weil es geht voraussichtlich natürlich noch um dein Let's Play. Es geht darum, dass du hier mit deinen Zuschauern was machen willst. Und da ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn du die ganze Zeit über andere Kanäle redest. Und das ist, glaube ich, auch der Grund. Wow. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum viele Let's Player... Schon wieder los. Jetzt musst du leider sterben, du tust mir eindeutig zu oft um die Beine herum schlawenzeln. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Let's Player dann so die Meinung halt haben, ich rede gar nicht mehr über andere Let's Player. Weil, gut, wenn man... Ich glaube, es ist vielleicht noch eine andere Sache, wenn man im, in einer Firma ist, hier diese... Na, wie nennen die sich? Networks. Wenn man natürlich in so einem Netzwerk ist, dann ist das vielleicht noch eine andere Sache, dann darfst du das vielleicht gar nicht mehr. Da hast du noch bestimmte Regeln, an die ich halten muss. Bin ich ja nicht. Ich wurde zwar schon von einigen eingeladen, aber momentan... Ich muss sagen, ich bin momentan sehr kreativ bei Sache. Und ein Netzwerk könnte mir vielleicht helfen. Ich weiß es. Ich glaube doch, doch. Ich glaube, ein Netzwerk würde mir gerade zuschauermäßig...
Was ist das denn? Gerade Zuschauer... Leute, ich klopf zwei auf einmal ab. Ist das geil. Gerade zuschauermäßig würde mir, glaube ich, ein Netzwerk sehr helfen. Aber ich habe... Alles klar bei dir? Ich habe momentan einfach kein Interesse, muss ich gestehen, mich in einem Netzwerk anzumelden, da mit einem zusammenzuarbeiten. Weiß nicht warum. Ich gehe kurz weg, weil ich habe ein bisschen Schiss, wenn es jetzt gerade dunkel wird. Und ich so, wir sehen ja gerade kaum Energy und so ein Zeug. Ich habe da ein bisschen Sorgen, dass ich da, weiß nicht, ich... Vielleicht sind die Sorgen unberechtigt. Das mache ich manchmal, mir unberechtigt irgendwie so Sorgen machen. Aber momentan habe ich einfach keinen Bock auf diesen ganzen Papierkram und so, mit dem auch Netzwerke natürlich verbunden sind. Und ich muss gestehen, ich habe mich mit meiner Größe noch nicht wirklich auseinandergefasst damit, wie YouTube vor allen Dingen vertraglicherseits richtig funktioniert. Und bevor ich nicht weiß, wie ich mit YouTube zu 100% ohne Fehler zu machen, ich habe ja, ihr wisst ja, ich war mal für zwei Tage gesperrt, ich habe auch schon mal 3 Monate, glaube ich, Monetarisierungsverbot bekommen, weil ich halt Fehler gemacht habe, die ich selbst als gar nicht so schlimm erachtet habe. Hier baue ich mir mal noch einen Moment. Ich kann mir rein theoretisch hier einfach mal einen Steinfeuer hinplatzieren. Oder so ein Ding. Weil ich einfach... Das sind dann so Dinger... du denkst selber nicht dran. Du denkst echt selber nicht dran. Und schwupp ist es passiert. Und du hast ein Problem mit Monetarisierungsrechten, weil du irgendwas gemacht hast, was du gar nicht durftest. Jetzt fehlt mir ein Stein. Du denkst dich dran und schon fehlt dir ein Stein. Auch ein sehr großes Problem auf YouTube, dass dir einfach mal ein Stein fehlt. Und dazu wollen wir mal ein bisschen mit Feuer hier arbeiten. Warum denn nicht? So, wo waren die beiden Bäume, die ich abholzen wollte? Die sind hier. Ne, du denkst gar nicht dran. Und dann, bei zum Beispiel bei meiner 3-monatigen Monetarisierungssperre, war es ja so, ich hatte... Nee, doch. Das war das, genau. Ich hatte, einen Song von... Da war ich noch... Das waren das, glaube, da war ich ein Jahr auf YouTube dabei. Das war die Zeit, wo ich das Osu-Let's Play hatte. Und da habe ich im Hintergrund einen Song laufen lassen, der halt in Osu lief, wo ich mir dabei gedacht habe, ja, ist ein Spiel, hat den Song, also warum sollte da Monetarisierungsprobleme geben? Ja, falsch gedacht. Das Spiel basierte ja auf Songs, die Monetarisierungsprobleme hervorrufen. Und ja, dann ist es halt gekommen, wie es kommen musste, und dann war es halt das Problem gewesen. Und bei meiner Sperre... Boah, was war das bei meiner Sperre? Nee, das war dasselbe Problem, genau. Ich hatte erst die 2-tägige Sperre. Hab mich dann beschwert über das YouTube, also über das Google Plus System habe ich mich... Oder war das Google Plus damals schon? Ich weiß nicht. Was ist das denn? Hä? Im Flug gefangen. Mach's nach. So. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal wieder... So, trocken. Und dann muss ich mal... Momento, da müssen wir wieder eine Brücke spannen. L. Ne, dann doch lieber hier. Geht das jetzt hier nicht? Wie wollen wir hier? 64. Naja, irgendwann muss man mal anfangen. Aller Anfang ist Brücke. Nee, stopp. Ast, Boot. Boot ist 7, Boot ist klein, Boot mach mal. Natürlich muss ich da jetzt mal jetzt rausschwimmen. Ich hoffe, das Boot schwimmt auch und dass man sich halt so nicht, dass man da nur drauf kann, sondern dass es wirklich schwimmt. Weil dann könnte man überlegen, ob man sich so auf dem Meer baut. Aber wie soll das funktionieren? Mit dem Schwimmen, ich weiß es nicht. Also man könnte dann theoretisch überlegen, ob man sich auf dem Meer baut. Und damit dann übers Meer segelt. Kann ich nicht kaputt machen. Na gut. So, im Wasser liegt. Oh, es nebelt und regnet. Es nebelt vor allen Dingen, deutlich korrekt. Ja, der ganze Mist mal ja weg. So, Moment.
So, da ist noch einer und hier irgendwo noch was. Wir müssen doch irgendwo noch... Anscheinend doch nicht. Egal, wir müssen eh viermal laufen, also so ist es nicht. Deswegen laufe ich jetzt das eine Mal mit dem einen. Und dann holen wir uns nachher noch einen Baum und laufen dann halt einmal, zweimal mit zwei noch. Kopf, okay. So. Super. 200 Baumstämme. Super. Und das nur für Brücken, muss man mal vorstellen. Aber mit den Brücken haben sie echt... Hier mit diesen... Vor allem, wer nimmt denn bitte ganze Dinger für Brücken? Also ganz ehrlich, das hält erstens mal keine Brücke aus. Die Bäume würden... Guck dir mal diese beiden Bäume an. Ne? Du hast da... Zwischen den Bäumen spannst du eine Tragkraft hier von... Ich glaube 90 waren das... Boah, Alter, was ist denn hier los? What the fuck? Das war... Alter, das war locker für Flurche oder so. Also da muss ich jetzt mal... Die zeigen mir ja damit eindeutig, dass sie überpopuliert sind. Deswegen muss ich da jetzt wirklich mal... Also da, das hält mich... Die spielen mit mir. Hä? Hä? Na gut, dann halt so. So. Flurch in die Falle gelaufen. Und dann machen wir ganz kurz hier. Moment. Lurch. Da läuft noch einer, den lasse ich jetzt aber leben. Weil wir haben eigentlich jetzt genug. An Haut meine ich. Lurch haben wir sowieso genug. Also da mangelt es uns ja nicht. Da knusper ich mir gleich mal einen rein. Und dann gucken wir mal gleich hier drüben. Bei unseren beiden Hasenfallen, ob sich das getan hat. Hier drinnen bin ich mir nicht sicher. Hallo? Ich glaube... Hallo? Ich glaube, drinnen werden wir nicht mehr so viele Hasen fangen, weil die halt nicht mehr da reinkommen. So, dann mache ich mal ganz kurz hier wieder die normale Axt. Dann... Konnte ich jetzt nochmal anzünden? Muss das andere? Hä? Ich habe doch zwei gehabt. Ach da. Das klippt nämlich nur noch so ein bisschen. Jetzt brennt es wieder richtig. Oder sieht man das noch nicht, weil es Tag ist? Kann auch sein. Dann machen wir hier mal jetzt den hier weg. Komm. So. Ein bisschen Sichtweite schaffen. Und dann gehen wir auf den nächsten Baum zu. In der Folge wird es wahrscheinlich jetzt nur noch... In der Folge werden wir es wahrscheinlich erstmal nur ein bisschen wieder ran am Häuschen bauen. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr mehr Action haben wollt, dann könnt ihr das sagen. Ich glaube aber, ich hoffe... Ich glaube zu hoffen, dass ich weiß. Ich weiß ja jetzt nicht, was im nächsten Update geplant ist von The Forest. Ich hoffe aber, dass in das nächste Update, was... dann die nächste Aufnahme auch gleichzeitig sein wird, weil ich werde jetzt nach der Aufnahme hier warten bis zum nächsten Update, bis das kommt. Ich hoffe, dass das nächste Update vielleicht neue Sammelmöglichkeiten gibt von neuen Gegenständen und so. Wenn ihr wisst, was für Dinge das sind, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Allerdings werde ich wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video hier seht, schon in der Aufnahme für die nächste Folge sein. Du brauchst noch zwei jetzt, dann bist du fertig. Auch mal einmal noch für den Boden und einmal noch für das Reck wahrscheinlich. Und ich hoffe, das schwimmt dann, weil das könnten wir das schwimmende Floß nehmen, um zu dem anderen zu gelangen dann. So. Dann haben wir hier noch einen. Rein theoretisch müsste hier noch einer sein, aber ich nehme jetzt einfach mal den da. Den da, den da. So, jetzt. Und dann sind wir damit auch fertig. Schwäne. Ich weiß nicht, ob man die sich holen kann, die Schwäne. Wäre mal eine Option, das rauszufinden.
Ja. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Also... Ah, okay, man kann... Man kann es dahin bewegen, wo man möchte. Es schwimmt schon. Aber ich habe es mir jetzt irgendwie besser vorgestellt, muss ich gestehen. Ich würde es aber direkt mal... hier rüberschieben, muss ich gestehen. Weil dann kann ich hier immer so springen. Und mir gleich am anderen Ufer hin, dass ich kann hier um die Steine herum. Das ist, glaube ich, sehr praktisch. Da ist wieder ein Lurch. Aber dann lasse ich jetzt mal in Ruhe. Wir haben, glaube ich, ja, drei... Ja, oh, das wollte ich gar nicht. Wir haben drei Lurchskins. Jetzt läuft der... Wisst ihr? Der war jetzt einfach so glücklich, dass ich gesagt habe, wir lassen ihn in Ruhe. Der musste nämlich einfach vor Freude nochmal durch den Bildschirm rennen. Das ist so ein Freundschaftszeichen von denen. Da sagen die sich, oh, der ist aber lieb zu mir. Ja, dann mache ich das jetzt mal so. Und ich verstehe immer noch nicht, warum... Ich verstehe nicht, warum die nicht lädt, aber... Pff. Ja. Wir haben in der letzten Folge recht viel Spaß mit der gehabt. Aber einfach... Wir haben einfach alles zerkloppt, was wir gesehen haben. Jetzt geht's halt nicht mehr. So, Boot haben wir gemacht. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wäre cool, wenn man auf dem anderen Boot noch schlafen könnte. Ich glaube es aber fast weniger. Das nächste Ding würde ich wahrscheinlich nicht hier. Das ist zu nah. Den kommt ja mal weg hier gleich. Bevor ich auf die dumme Idee komme, das später zu bereuen. Gerade habe ich mich einen sehr klaren Menschenverstand. Klare Menschenverstand. Und deswegen... fliegt der Freund mal weg. Es kann auch passieren, fällt mir gerade so auf, dass jetzt mitten in der Aufnahme einfach die Aufnahme abbricht, weil die Festplatte vollläuft. Ich hoffe es nicht. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Das wäre eine sehr unangenehme Erfahrung. Also Erfahrung nicht, habe ich ja schon mal gehabt. Mach mal einen ganz ruhigen Freund. Da ist nämlich mein Freund der Lurch. Und wenn der böse wird, dann ist vorbei. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Okay, jetzt brauche ich wirklich eine neue Lurchrüstung. Drei habe ich noch. Dann hau ich mal gerade noch ein Energy rein. Ich sehe ihn aber auch nicht. Aber ich höre ihn. Hier liegt auch alles voll mit Baumstämmen. Ich höre ihn auf jeden Fall, aber ich sehe ihn nicht. Jetzt bin ich schon wieder durchs Feuer gerannt, aber wie blöd bin ich eigentlich? Hallo, meine Rüstung geht kaputt. Ah, wie behindert bin ich eigentlich? Jetzt bin ich... Oh, ey. Ich muss mir die Feuer mal besser markieren.